Man gibt etwa ein Sparte Gartenerde in ein Reagenzglas. Anschließend wird das Reagenzglas mit Wasser aufgefüllt. Und die Gartenerde durch Schütteln fein verteilt. Man kann nun beobachten, dass in dem bräunlichen Gemisch größere Teilchen schnell zu Boden sinken. Lässt man dieses Stoffgemisch längere Zeit stehen, so haben sich auch die leichtesten Teilchen am Glasboden abgesetzt, das sogenannte Sedimentieren. Die darüber liegende Flüssigkeit ist klar.